Ja, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein sehr spannendes Thema. Es geht um die automatische Wandbewerbung über Python-Parts in Allplan. Und ich schaue das nicht nur für eine Version an, nein, ich gehe wirklich die 21 bis 24 durch und zeige euch, welche Veränderungen es jedes Mal gegeben hat. Und ich bin schon durch, ich habe das schon abgefilmt und muss wirklich sagen, es gibt teilweise Verschlechtbesserungen und teilweise dann wieder Verbesserungen. Aber das Endergebnis in Alpen 24 ist wirklich überzeugend. Vor allem jetzt mit den Eckbewehrungen, die haben wirklich überzeugt. Wie ihr aber damit umzugeben habt, also das heißt, damit ihr am Schluss eine richtige Bewertung rausbekommt oder was ihr noch nachjustieren müsst oder auf was ihr acht geben müsst, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich habe es in mehrere Sektionen aufgespalten, habe Zeitstempel gesetzt, dass ihr genau wisst, wann könnt ihr wo was erleben, in welcher Allplan-Version, vielleicht in der ihr gerade arbeitet. Und das hat natürlich sehr viel Arbeit gemacht, das alles zu generieren. Und als kleinen Dank würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder vielleicht einen kurzen Kommentar, wie ihr das Ganze findet oder in welcher Allplan-Version ihr arbeitet und ob ihr das Ganze positiv oder negativ seht mit den automatischen Bewertungen oder ob ihr da vielleicht Gefahren seht, dass euer Arbeitsplatz gefährdet ist. Über solche Themen würde ich gern mit euch diskutieren. Also da ab in den Kommentaren und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, und damit man irgendwas überhaupt bewähren lassen kann, braucht man natürlich erstmal eine Wand. Ich gehe dazu ins Architekturmodul und hole mir eine Wand. Ja, wir testen das Ganze mal an 10 Meter Länge. Was mir jetzt bloß nicht gefällt. Hier gehen wir noch ein bisschen rein und stellen noch zumindest irgendwie, ja, so. So, Ingenieur baut, dann nehmen wir, oh Gott, dann nehmen wir halt hier Schallplan. So, besser. Das kopiere ich mir jetzt. Und wir wollen natürlich noch testen, wie sich das verhält mit Durchbrüchen, Türen und Fenstern. Ja, setzen wir mal hier noch eine Tür ein. Nochmal 1,5. Dann vielleicht nochmal eine Tür, könnte ja sein. In 25 cm Abstand. Wir machen noch ein Fenster, das ziemlich in der Nähe ist. Machen wir auf 20 cm Abstand. Und das Ganze kopieren wir uns. 2 Kopien in Abstand von 10 cm. Da hier wird es ein bisschen eng zugehen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, okay, cool. Was ich noch machen möchte, ist vielleicht ein Fenster versetzen. Lass mal einfach mal schauen, wie schaut das Ergebnis aus, wenn das Fenster versetzt wird. Wenn das aber ein Architekt wirklich macht, dann gibt es aber Ärger. wir machen hier 2,15 Meter. Machen wir einfach nur die Oberkante nicht identisch. Die Unterkante doch. Okay, das kopiere ich mir jetzt noch in die nächste Zeile und werde noch Durchbrüche hinzufügen. Vielleicht, ich weiß nicht mehr, wo die sind, ohne Assistent. Wahnsinn. so, Nische oder Schlitz. Hier sieht man, was es denn bewirkt. Noch mal am besten mit Höhenquoten, weil dann kann man das Punkt modifizieren. Jetzt einfach 0,25 und das kopieren. Was soll der Geiz?
0,10. Ich will ja wissen, wie es sich verhält. 0,20, 0,30. Das kopieren wir jetzt einfach nochmal. Vielleicht sowas setzt. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und dann machen wir das Ganze vielleicht nochmal versetzt, aber mit etwas mehr Abstand. Genau. Mal schauen, was dann rauskommt. Das ist unsere Ausgangssituation, also drei Wände. Dann werden wir das Ganze exportieren. Und Wand. Ich bin bereits in Allplan 21 und lade mir die Wand-NDW-Datei, die ich in Allplan 2019 erstellt habe. Ich markiere alles, Steuerung C, verlasse dieses graue Teilbild, Steuerung Alt V, schauen wir es uns an. Ja, muss jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen. So schaut das Ganze aus, ob es jetzt gestrichelt ist oder nicht, ist jetzt auch mal egal. Uns geht es lediglich nur um den Bewährungsplan, dann sollte man vielleicht auch auf Bewährungsplan ändern. Ne? Schauen wir mal, wo alle Layer an sind. Machen wir alles an. Gut, und jetzt gehen wir in die Bibliothek und jetzt suchen wir uns die automatische Wandbewährung. Müsste bei Python Parts drin sein, automatisch Bewährung. Und hier ist auch schon die Wand. Doppelklick drauf. Und jetzt können wir das Ganze erstellen lassen. Aber wir brauchen noch Öffnungen. Die obere, die will ich jetzt nicht mit. Also ich brauche jetzt keine Anschlussbewährung. In dem Fall, das teste ich nicht mit. Aber schauen wir mal, was rauskommt, wenn man die erste Wand... Also ich kann jetzt nicht noch eine Wand auswählen. Das ist schon mal das erste Manko, würde ich einfach mal behaupten. Aber was kann man denn hier schon alles einstellen? Wir können die Hakenwinkel einstellen. Ja, das ist gut. Hauptbewährung. Alle 15 passt. Lass mal. Bewährung am Wandende. Die möchte ich eigentlich gar nicht. Weil ich habe ja vielleicht hier... Ja gut. Bräuchte ich trotzdem welche. Stimmt schon. Die Steckbügel. Ja, aber da mache ich trotzdem kurz... Da mache ich auch wahrscheinlich plus 8. Steckbügel. So kann ich die Länge einstellen? Nee. Stabanzahl kann ich nur 2 oder 4. Okay. Wir machen 4. Ach, hier ändert sich jetzt das. Die Stabanzahl möchte ich ja hier. Ja gut, verschieben wir es halt dann noch. Was ist, wenn ich 2 auswähle? Irgendwie komisch, oder? Naja. Wie Hauptbewährung. Was heißt denn das? Horizontaler Strich wie Hauptbewährung. Nee, das soll ja innenliegend sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass das dann innenliegend ist. Ich möchte die Steckbügel nicht außen haben, sondern innen. Das kann ich jetzt nicht auswählen. Die bräuchte ich gar nicht. Oben, sondern ich möchte lieber 10 cm in die nächste Wand stehen lassen. Okay. Schnitte brauche ich nicht. Das macht jetzt für mich in meinem Workflow wenig Sinn. Wenn es für einen anderen Sinn macht, gerne. Ich speichere das Ganze jetzt mal ab. Ja, wohl Reinforcement passt schon. Und jetzt müssen wir das Ganze noch erstellen, sonst haben wir alles umsonst erledigt. Okay. Kann der Objektmanager schon? Okay, kann er. Wir wollen Betonarbeiten. Ja, was ist mein Fazit zur automatischen Wandbewährung in Allplan 21? Wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben da lasst, dann sage ich euch das auch gleich. Ich muss sagen, es ist eher positiv als negativ, ganz klar, denn die Grundbewährung ist ziemlich schnell hinterlegt. Es gibt enge Abstände, die berücksichtigt werden. Das hätte ich mir nicht gedacht. Und die Durchbrüche wurden gut erkannt. Und es wurde halt wirklich auch ein Unterschied zwischen Fenster und Durchbruch gemacht. Eben nicht. Fand ich echt stark. Es gab ein paar negative Sachen, die vielleicht noch
Die überwiegen aber nicht. Es sind vielleicht mehr in den an der Anzahl, aber die sind nicht so relevant, wo ich sage, deswegen nutze ich es nicht. Sondern man muss halt mit den Layern vielleicht nochmal spielen. Oder ja, sagen wir es mal so, wir fangen nochmal an, so wie es in der Liste steht. Teilweise unverständlich. Also das Wording fand ich ein bisschen schwierig zu verstehen. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Vielleicht ist es ein bisschen zu programmiererlastig benannt worden anstatt anwenderlastig. Und jetzt die Durchbrüche müssen halt noch angeklickt werden. Und da musst du halt wirklich alle Layer einschalten. Hast du jetzt irgendwie ein Layer-Set aufgesetzt, wo die Durchbrüche, Makros nicht angewählt werden können, musst du halt umständlich wieder umswitchen. Und sowas schlecht nervt oder ärgert dann. Oder über sowas stolpert man dann. Gott, mir das könnte für einige Leute dann sein, ja, das funktioniert ja gar nicht gescheit und Durchbrüche funktionieren dann nicht und dann fällt das Ding, dieses powerhafte Tool schon wieder raus. Wir schließen das Ganze und jetzt. Aber ich weiß ja, ich habe die anderen Allplan schon angeschaut, da wird es mit den Durchbrüchen noch besser. Ja, wieder der gleiche Fehler gemacht. Gut, die Layer der Eisen, die sind nicht wählbar, das muss man dann auch noch nachjustieren. Also wir natürlich dann wird dann später auch noch gewählt. Randbewährung die war jetzt ist passend. Nicht deaktivierbar. Ich also ich möchte ja gar nicht überall eine Randbewährung haben. Stört mich vielleicht teilweise. Sehr gut, wenn du den Auswahl dann... Ich kann sie schnell rauslöschen, einfach mit Linksshift, also die erste Übersteuerung, kann ich die ganze Verlegung markieren und dann entferne ich das Ganze. Okay, funktioniert. Aber wäre cool, wenn man das deaktivieren könnte. Und die obere Bewährung geht nicht durch die Wand ein. Also ich müsste wirklich jetzt noch eine Wand drüber verlegen, oder haben, leicht, damit ich die mit anwähle, damit ich eine Anschlussbewährung machen kann. Ich will aber gar keine Anschlussbewährung, sondern eigentlich also möchte wenn, ich wenn es mal solche Durchbrüche gibt wie hier, meine Matten oder die so nah nebeneinander sind, circa 10 cm eine große in die Decke reinstehen lassen. Das kann ich jetzt momentan irgendwie nicht machen. Das was ich auch nicht machen kann, ist eine Mattenverlegung. Jetzt das habe ich jetzt gar nicht als negativen Punkt aufgelistet. Ist aber natürlich ein riesen Minusbereich. Ich kann nur Stallbauten verlegen. Aber schauen wir mal in die Version 22. Abonnieren nicht vergessen. Nebeneinander sitzen, ne? Sonst macht der Vergleich gar keinen Sinn. Und dann reden wir mal kurz drüber, was ausschaut. Habe ich hier eine Öffnung vergessen gehabt? Tatsache. Das ist natürlich blöd. Weil die Nacharbeit ist natürlich dann schwieriger. Aber gut, sei es drum. Logisch, dass dann hier genügend Platz war. Aber auch hier geschlossene Bügel erstellt. Wunderbar. Was mir ein bisschen fehlt, wären diese Diagonaleisen. Die hätte ich gern drin. Gibt es anscheinend nicht. Aber so schaut es gar nicht mehr so schlecht aus. Die oberen Steckbügel, die hätte ich erwartet, dass ich die vielleicht versetzt machen kann mit der Oberkante der Decke, wenn ich denn möchte. Oder sie entferne. Habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Da stolpert man dann auf jeden Fall drüber. Wenn ich es schon nicht gefunden habe, machen wir auf Draht. Okay. Okay. Denn hier schaut echt nicht schlecht aus eigentlich. Ne? Also es ist ja trotzdem die Grundbewährung ziemlich schnell drin. Also auch in der 21er Version würde ich jetzt einen Daumen nach oben geben. Sogar für dieses hier. Ja, da würde ich auch einen durchsetzen. Und hier 2,12er, hier geschlossene Bügel. Hier würde ich gar nichts mehr machen. Das hätte ich einfach irgendwie mit dem S-Haken oder sowas an die äußere Bewährung braucht. Natürlich ein Manko ist, es gibt keine Mattenbewährung. So, dann kommen wir zu unserem ersten Fazit. Ja, mein Fazit zur automatischen Wandbewährung in Allplan 21 fällt gar nicht so schlecht aus. Ich würde dafür 67 von 100 Punkten geben. Ich bin kein Schwarz-Weiß-Maler wie viele andere, die dann sagen, ja, dann kannst du es gar nicht brauchen, brauche ich nicht, weil wenn es nicht zu 100% funktioniert, nichts funktioniert zu 100%, was programmiert ist, weil man immer etwas verbessern kann, egal was es ist. Ansonsten wäre ja Allplan vor 30 Jahren schon perfekt gewesen oder wie sie alle heißen. Es ist egal. Also es gibt kein Programm. Es muss jedes Programm mit der Zeit gehen und alles ist ein Reifeprozess und nichts kann von Anfang an 100 Punkte haben, auch nicht am Ende. Das ist meine Meinung, denn man kann immer etwas verbessern und weiterentwickeln.
Naja, 67 von 100 Punkten, das ist schon mal wirklich eine straight line. Warum fällt das Fazit so aus? Also ich finde es sehr positiv, dieses Fazit. Weil ich kann die Grundbewährung sehr schnell verlegen. Allerdings nur, wenn ich natürlich den Rundstall anschaue. Habe ich Mattenstall, habe ich ein Problem. Aber für den Rundstall perfekt oder fast perfekt. Enge Abstände werden berücksichtigt, was ich wirklich super finde. Das hätte ich nicht so gedacht. Und die Durchbrüche wurden sehr gut erkannt. Also da war ja wirklich eine Bohrzone ohne Ende. Und es wurde trotzdem gut damit umgegangen. Ich finde nur das Wording ein bisschen unverständlich jetzt. Also diese negativen Punkte, die ich jetzt aufzähle, sind vielleicht in der Masse mehr, aber von dem Gewicht her viel weniger. Also viel, viel leichter zu nehmen. Also das ist teilweise unverständlich. Gut, damit kann man ja umgehen, indem man es zwei, dreimal ausprobiert und weiß dann, was damit gemeint ist. Okay. Dann die Durchbrüche müssen angeklickt werden. Boah, ja gut, gibt Schlimmeres, wenn ich die Durchbrüche selber bewähren müsste. Dann die Layer der Eisen nicht wählbar. Also ich muss halt danach nochmal rangehen und entweder einen Rundstall allgemein eingeben oder ich möchte wirklich die Randbewährung trennen von der Hintern- und Vorderanlage und so weiter und so fort. Dann brauche ich ein bisschen länger. Dann Randbewährung ist nicht deaktivierbar. Es ist jetzt kein großes Manko, weil es ist auch schnell gelöscht. Aber ist halt nicht so. Und die obere Bewährung, das stört mich ein bisschen, dass ich die nicht drüber hinausschauen lassen kann, 10 cm, und ich möchte oben vielleicht gar keine Kappe haben. Und dazu halt keine Mattenausgabe. Das ist mein Fazit für die automatisierte Wandbewährung Alplan 21. Schauen wir mal in Alplan 22, wie es da jetzt ausschaut. So, jetzt sind wir in Alplan 22 angelangt und auch hier fügen wir unsere Wände ein. Ja, die markieren wir uns erstmal. Steuerung C. Nee. Und hier Steuerung Alt V. Und okay. Und ja, ich verschiebe es wieder. Wäre besser gewesen, so abzuspeichern, aber mein Gott, diesen Weg müssen wir jetzt gemeinsam gehen. Ich deaktiviere mir noch die dicke Linie. So. Ja, und jetzt schauen wir mal in die Bibliothek. Ich bin schon gespannt, ob sich von der 21 auf die 22 überhaupt was geändert hat. Bei der 23 können wir sehr viel vorstellen. Oh! Ja, ich habe den Issue Manager aufgehabt. Das mag anscheinend gerade nicht so, wie ich es will. Ja. Gut, wir haben keinen Absturz erzeugt. Also wir können einfach die automatische Bewährung uns holen. Und toll wäre natürlich, wenn, ja, ich äußere es jetzt mal nicht. Wir müssen wieder in die 3D Animation rein. Und wann das habe ich nicht dafür eine Schicht, egal, kann ich es laden vom das Projekt, ich weiß nicht mehr, was ich eingestellt habe. Wir schauen sowieso erstmal, was wir einstellen können, oder? Also, wir müssen die Öffnung wieder selber auswählen anscheinend. Wir können aber den Typ wählen, ob es ein 3D-Objekt ist oder ein Python-Part. Okay, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Allgemein hat sich da was geändert. Schaut identisch aus zum Vorgänger. Die Bewährung, okay. Die 3... Das mit der Staubanzahl des... Oh, jetzt können wir auch 0 auswählen. 2. Wir machen mal einen größeren Durchmesser, dass wir es besser erkennen, wo das denn ist. Ja, das ist zu krass, oder? Hier. 4, das hätte ich vorher auch machen sollen. Da hätten wir es besser erkennt. 4 oder 6. Ah, okay. Aber das ist schon mal gut, oder? Das ist doch schon mal super. Jetzt fragen sich wahrscheinlich die meisten, ja, wenn ich da eine Anschlusswand habe, dann habe ich ja da einen Steckbügel. Das ist richtig, aber die Python-Part-Bewährung kann natürlich nur ein Objekt erkennen und das ist ein zweites Objekt, das da dran schließt. Deswegen gibt es dann ein extra Python-Part, das dann erkennt. Aber das ist jetzt für mich gar nicht so wichtig, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Was ich allerdings nicht so toll finde, ich möchte den Abstand wählen können. Der ist doch wichtig, weil es könnte ja sein, dass diese Wand, die da quer stößt,
breiter ist. Das könnte ja sein. Also von dem her. Länge der Anfängereisen. Hä? Bitte geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 2 ein. Warum? Das verstehe ich nicht. Länge der Anfängereisen. Ich möchte eigentlich 10 cm wieder nach oben stehen lassen. Okay, dann gehen wir zu den Steckbügeln. Das verstehe ich aber nicht. Ah, okay, wie Hauptbewegung, das heißt, im selben Abstand Durchmesser und okay, das macht Sinn. Das ist wie die Hauptbewertung ist und das stellen wir auch hier ein. Die 3. Also die Hakenlänge ein bisschen zu kurz. Und hier auch. Schnitte will ich wieder nicht. Ich speichere das Ganze ab. Ah, jetzt hat es schon einen ganz anderen Namen. Püpp, püff. Dann ist es halt so. Herstellen. Ja, ja, ja. Und da drücken wir. Und jetzt schauen wir hier wenigstens in den Objektmanager rein, ob der das handeln kann. Dieses Mal mit unseren Wänden. Ja, jetzt haben wir doch die Transparenz viel besser. Okay, können wir jetzt gleich das nächste anmelden? Nein, wir müssen also nochmal neu starten, das Ganze. Ob das überall so ist? Ich glaube nicht. Vielleicht gibt es eine Mehrauswahl später mal. Öffnungen auswählen. Hier, hier. Hier und hier. Und erstellen. Was wir jetzt auch noch machen werden, wir werden die letzte Wand nochmal kopieren. Dass wir den Unterschied zwischen Python-Part und 3D-Modell erkennen können. Was natürlich wichtig ist, ihr könnt natürlich das Teilbild wechseln. Ja, das machen wir vielleicht mal. Wir gehen auf Teilbild 2 und wir schauen, ob auch die Bewährung im zweiten Teilbild erscheint und nicht im Modellierungsteilbild. Okay, wir wählen das Ganze wieder aus. Ja, ja, ja. Also das ist immer dasselbe Spielchen mit mir, oder? Die haben wir schon. Dann halt hier. Warum erstellt er nichts? Warum kann ich nicht auswählen? Jetzt. Das ist natürlich noch ein bisschen nervig mit der Auswahl hier. Ich glaube, der Unterschied ist, wenn man auf Python bleibt, dann kann man es noch ändern. Oh, was sind mit den Durchbrüchen? Die sind nicht mehr auswählbar. Ich kann die Durchbrüche nicht mehr auswählen. Das konnte ich vorher. Aha. Haben wir die Layer nicht alle ein? Kein Druck sind vorhanden, also ist alles da. Krass. Okay. Das ist ja schon mal ein Minuspunkt, ne? Ja. Warum hat sich das zurückentwickelt? Das ist ja doof. Und jetzt hier nochmal als 3D-Objekt öffnen. Können wir jetzt hier die Durchbrüche aus? Ja, Spinni. Das ging doch vorher. Ja, mal einfach. Liest sich doch eh keiner durch. Jetzt schauen wir es uns mal an. Also, was ist denn der Unterschied? Erstmal schauen wir, in welchem Teilbild denn die Bewertung gelandet ist. Machen wir Teilbild 2 an. Wunderbar. Das hat funktioniert. Was ist denn das? Ah, okay, da kann ich es wieder reaktivieren. Ist Index out of range. Ja, was ist denn das jetzt? Ja, wunderbar. Ich hab's verstanden. List Index out of range. Ja, ja. Ja, ich möchte raus. Okay, was willst du denn? Kann ich aber das Teil wechseln? Das geht's doch nicht.
Jetzt ist verschwunden. Jetzt ist verschwunden. Ja. Krass. Das darf natürlich auch nicht passieren. Kann ich jetzt abschließen? Jetzt ist es natürlich, ja. Okay. Das bewerte ich jetzt gar nicht. Aber hier ist ein Bug, denn diese Funktionen müssen natürlich eigentlich jetzt geschlossen sein. Was wir jetzt hier sehen. Ich muss natürlich jetzt den Objektmanager wieder sagen, hallo, die Wände darfst du transparent machen. Ja. Wie gesagt, also im Türsturz, da würde ich natürlich den geschlossenen Bügel noch 10 cm nach oben. Muss ich da obere Wand auswählen dazu? Ich habe keine obere Wand, deswegen möchte ich das gar nicht. Ich habe eigentlich eine Deckenstärke und da muss ich hier das unterhalb von der oberen Bewährungslage mit einbauen, würde ich sagen. Das schaut aber jetzt hier falsch aus. Wo ist denn das? Oh, wo gehen das 12 Eisen hin? Moment. Moment. Das möchte ich jetzt sehen. Doch, die sind schon innerhalb. Wie geht es um diese zwei Eisen? Doch, die sind schon innerhalb. Okay, gut. Nehme ich alles wieder zurück. Okay. Also ich will mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Ich finde mich das schon ziemlich cool. Weil es dann trotzdem eine Menge Arbeit erspart. Aber du kannst halt nicht jeden dazu besorgen. Oder jeden Arbeiter nimmt es her und dann ist es korrekt. Das wird eine KI niemals können. Deswegen werden wir auch als Zeichner und Konstrukteure nie arbeitslos werden. Aber diese Länge scheint mir zu kurz zu sein. Also es wird ja ein 12 Eisen sein, denke ich mal. Ach so. Wegen dem Bug kann ich jetzt nicht auswählen. Kann ich die Eisen jetzt nicht auswählen, okay. Aber das ist natürlich ein Riesenmanko jetzt mit den Durchbrüchen, dass die nicht mehr funktionieren. Also diese 12 Eisen, die sind für mich zu kurz. Für mich schaut es komisch aus, wenn die 12 Eisen kürzer sind als die Steckbügel. Messen wir mal nach, wie lang die eigentlich sind. 40 ist okay, wenn es 8er sind. Und von hier nach hier 25 ist mir viel zu kurz. Dann mache ich ja eher 70 oder 50 auf jeden Fall. Okay, das hat geklappt. Da haben wir das da hinten auch. Super. Was wäre, wenn jetzt die Durchbruch da drüben wäre? Okay. Okay, wir kommen wieder zum Fazit. Ja, jetzt kommen wir zum Fazit von Allplan 22 und die Punkte schauen jetzt schlechter aus als in 21. Ich möchte es kurz begründen. Klar, also die Grundbewehrung ist immer noch schnell verlegt, die engen Abstände werden berücksichtigt, die Randeisen können jetzt zwischen 0 und 6, Bar, 6 ausgewählt werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur zwischen 2 und 4 wählen, sondern auch 0 auswählen, was gut ist. Die Auswahl zwischen Python-Part und 3D-Elemente ist jetzt wählbar. Dann bleibt aber noch, dass es teilweise unverständlich ist, nach wie vor. Das ist halt einfach so. Da kriegen wir aber alles hin. Da finde ich jetzt immer noch kein großes Problem. Die Durchbrüche werden nicht mehr erkannt. Das ist für mich eigentlich das Fazit des Jahrhunderts. Jetzt von 21 auf 22 kann ich die Durchbrüche nicht mehr auswählen und ich weiß nicht, an was es lag. Ich habe ja alle Layer eingeschalten gehabt und deswegen sind es auch nur noch 40 Punkte, weil das ist eine Katastrophe für mich. Da hätte es lieber alle anderen Verbesserungen weggelassen und man hätte es einfach so belassen. Hauptsache die Durchbrüche kann ich weiter bearbeiten. Naja, okay. Layer der Eisen sind immer noch nicht auswählbar, die Randbewehrung ist nicht deaktivierbar. Die obere Bewehrung geht immer noch nicht über die Wand hinaus. Ja, und dann die Python-Parts-Bewehrung ist auf einmal verschwunden, nachdem ich es angewählt habe. Was ist da passiert? Hallo, ein bisschen Schwierigkeiten. Keine Matten auswertbar. Ja, und dieser Bug ist halt passiert. Von dem her fällt jetzt das Fazit für Altplan 22 härter aus als für 21. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Altplan 21 dafür verwenden. Sorry. Ja, kommen wir zum nächsten Altplan.
So, dann sind wir hier in Alplan 23 angelangt. Wir holen uns wieder unsere Wände, alle kopieren, schließen das Ganze. Nein. Zwei Animationen an. Brauchen wir eigentlich nur eine. Steuerung Alt V. Bin schon gespannt, wie es hier auswirken wird. So. Wir verschieben das Ganze wieder. Wollen wir diesmal die Variante mit testen mit 3D und Python Parts? Ja, das machen wir wieder mit. So viel Zeit haben wir. Gut. Und jetzt gehen wir in unsere Bibliothek. Bitte Video liken, kommentieren nicht vergessen. Und ansonsten Einbauteile herunterladen unter www.superts.de. Ah, wo sind wir hier? Python Parts, automatische Bewährung. Warum ist jetzt der Bewegungsmodus da an in der Bibliothek? Was ist denn hier los? Jetzt. Okay. Haben wir aber zum Starten gebracht. Und jetzt haben wir auf der linken Seite unsere Palette. Sollen wir es wieder auf die rechte Seite? Nee, wir haben hier das 3D-Modell. Mit der 23er arbeite ich momentan am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wählen Python Part aus. Deaktivieren den Bewegungsmodus. Holen uns mal diese Wandschicht. Oh, alles gestrichelt. Moment, das möchte ich nicht. Was liegt das? Ändert sich der Layer? Ich denke nicht. Warum sind die nicht durchgezogen, die Linien jetzt? Ah, das ist schon wieder so, an was es liegen alles kann, ne? Okay, Python Parts, erste Wand anwählen, dann die obere, dann die Bewährung prüfen und verlegen, dann erstellen. Okay. Ja, das macht Sinn. Macht auch Sinn. Ah, das ist jetzt, glaube ich, neu, oder? Bewährungswerte. Ja, ist okay für mich. Abschauen. Puh, das macht auch überhaupt keinen Sinn, oder? Standardmäßig auf 40 eingestellt, das ist krass. Habe ich bei den anderen nicht geprüft, gell? Viererbügel, ja, okay. Seilschlaufen wollen wir mal selber einfügen, ist okay für mich alles. Das kann man alles mal rundstarten und Matten bewerben. Das ist schon mal gut, jetzt können wir auswählen, ne? Ja, ich will eine Matte. Logisch. Eine Mattenbewertung. Wir machen eine 424. Ich bin gespannt, denn bei einer 424, wenn die hier beginnt, dann haben wir eine Randbewertung von, glaube ich, 4 Stäben, die zu niedrig bewertet sind. Dann müsste man eigentlich 6 Eisen dazulegen, beziehungsweise 8, aber 6 gibt es auf der Baustelle nicht. Gut, das wird wahrscheinlich nicht berücksichtigt werden. Das ist für mich jetzt ein bisschen komplizierter. Warum ist die 2 hier nicht? Wo ist denn die 2 hier? Gibt es nicht. Ja, dann halt nicht. Ach, weil ich eine Tür habe wahrscheinlich, wenn eine Tür vielleicht erkannt wird, dass dann hier die 2 erscheint. Schauen wir mal. Die Längsübergreifung. Ja, aber zeigt es doch einfach eine Matte an und zeigt es an der Matte bitte die. Ja, klar. Also ich finde die Darstellung ein bisschen schlechter jetzt hier. Weil das betrifft ja alles eine Matte und da möchte ich eine Matte hier drin sehen. Okay, aber das ist jetzt halt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt oder zu hoch bemängelt. Ja, ich weiß die Pflegerichtung gar nicht. Ah, liegend! Stehend. Ich weiß noch nicht, wie es rauskommt. Bin auch gespannt, ob dann unten die größeren Matten und oben die kleineren sind.
Bin mal gespannt. Okay, dann können wir wieder 0 bis 6 auswählen. Wunderbar. Die Steckmöglichkeit, also das macht mich wahnsinnig kirre. Ich kann zwar die Hakenlänge, ja gut, dann muss ich es halt noch verschieben. Das ist aber für mich dann okay. Jetzt machen wir mal vertikale Bügel. Machen wir mal ein bisschen länger. Wir sagen, wir haben noch die Deckenstärke mit dabei. Da müssen wir 35 machen, ne? 35. Die 4. Horizontale Bügel. Ach, das sind geschlossene. Mist, dann bringt es mir gar nichts. Außerdem 10,4, da wird es abgerundet auf 10. Und dann reicht es ja eigentlich gar nicht aus, der Haken. Der muss dann auf 11 erweitert werden. Weil wenn ich 10,04 habe, als Hakenlänge, dann steht im Auszug 10. Und dann wird natürlich vor der Biegerei ein 10er Haken angefügt. Und eigentlich ist er zu wenig, um 4 mm. Aber das ist ein bisschen klug geschissen. Oder? Horizontale Steckbügellänge. Jetzt hier haben wir es. Bin ich doof, ne? Ja, ich mache eigentlich 50er meistens. Ja, dann mache ich es halt auch. Dann machen wir auch 50er. Jetzt kann ich aber nicht mehr auswählen wie Hauptbewährung. Aha, warum nicht? Warum ist das entfernt worden? Gab es da Probleme? Das möchte ich erweitern um 65, dass wir die Deckenstücke dabei haben. Und wieder verrechnet. 75. Ha Gott, Sakra. Zusatzbewährung. Ah, jetzt können wir zum Beispiel Abstandhalter hinzufügen. Was ist der Unterschied zwischen Klemme und Abstandhalter? Erkennen wir das hier im Screenshot oder in der im Piktogramm? Hä? Okay, das klassische S gibt es gar nicht. Ja, dann ist es halt so. Wird schon passen, oder? Kenne ich nicht so. Richtung hoch oder runter? Was? Richtung hoch oder runter? Ja, wenn das nicht gestrichelt wäre, kann ich viel mehr erkennen, ne? Wunderbar. Sehen wir gar nichts mehr. Dann machen wir wieder zurück. Ja, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt großer Murks. Der Abstand 1, aha, wo ist der 4? Hier. Was? Das ist also der 5 Abstand, okay, das ist alles für mich okay. Das ist einigermaßen gut beschrieben, bis auf dieses Richtung hoch oder runter, was? Ich weiß nicht, was hoch oder runter bedeutet. Okay, horizontal oder vertikal, das ist für mich verständlich. Ja, der speien wir so ab, so wollen wir es haben. Was haben wir jetzt für einen Namen? Genau. Und jetzt erstellen wir das Ganze. Schaut schon besser aus. Wir wechseln wieder in unseren Objektmanager. Die Wände machen wir wieder Transparency. Jawohl. Und jetzt, ja, hier sehen wir noch nicht so viel, aber die Abstandhalter sehe ich jetzt mal, wie die eingebaut werden. Wird das wirklich so gemacht auf der Baustelle? Aber, okay, jetzt sehe ich schon das erste Problem. Das müsste wenigstens über zwei Eisen gehen. Sind das jetzt Matten? Das sind doch jetzt keine Matten. Und wie ist das jetzt? Wo kann ich jetzt das Array aktivieren? Weil ich möchte die Wand. Ja. Wo kann ich denn die Eisen aktivieren? Hä? Warum ist das so? Alplan, was macht ihr da? Hier kann ich es auswählen.
Warum kann ich es hier nicht auswählen? Hier ist die Wandschicht einfach so dominierend. Ja, wir wechseln jetzt mal das Teilbild wieder. Machen wir halt noch Teilbild 6. Und wir machen dasselbe nochmal. Mal schauen, ob es an mir lag. Das ist ja meistens der Fall dann, wenn man einen Fehler hat. Wir haben aber immer noch Python-Part. Also ich möchte es eigentlich wieder reaktivieren können. Ne? So, also diese Vorstellung, Darstellung. Warum ist es gestrichelt oder sowas? Ey, sowas langweilt mich ein bisschen schon, weil das muss erstmal, erklärbar sein. Ja, okay. Stellen wir das Ganze. Aber was halt cool ist, jetzt wurden die Türen und Fenster automatisch erkannt. Jetzt machen wir dasselbe nochmal schließen. Können wir mehrere Wände gleichzeitig auswählen? Können wir markieren? Ja. Mir nix am Arsch. Es geht. Stopp, aber das wollen wir nicht. Das ist schon mal ein großes Plus. Ich kann mehrere Wände auswählen. Jetzt werden auch die Durchbrüche wieder erkannt. Ja, ja, ja. Gut, dass ein Warnhinweis kommt. Dass irgendwas nicht ganz koscher ist. Wahrscheinlich geht es um die. Und jetzt möchte ich das Ganze nochmal aktivieren. Als 3D-Objekt hier rein. Und wir schließen das Ganze. Da haben wir vergessen zu erstellen. Das ist aber das kleinere Problem. Ja, ärgert sein, keine Ahnung. Es wäre halt cool, wenn man die Matten oder sowas noch drüber hinausstehen lassen kann. Da ist gar keine Matte erzeugt worden. Warum? Was ist denn hier? Warum ist hier keine Matte? Hier wird es doch auch gemacht. Hä? Okay. Schauen wir uns das Ganze mal ohne Wand an. Warum ist denn hier keine Matte erzeugt worden? Wer weiß das? Ohne Witz. Trotzdem, aber also das mit der Matte finde ich ein Riesenchaos. Warum kann ich ja hier keine 2-12 Eisen gleich mit dabei haben? Boah. Aber funktioniert ja, ne? Das wird ja so rumdrüllen. Warum sind da 4 Eisen? Ah, wegen den ganzen Durchbrüchen, cool, gut. Gar nicht mal so schlecht, ne? Also es ist nicht schlecht, aber man muss schon wissen, was Altland gemacht hat und man muss dann schon nachbessern. Zum Beispiel, was ist jetzt hier mit dem Steckbügel, der ist außerhalb. Den hätte ich jetzt innerhalb gesetzt. Und dann außerhalb die Querbewertung. Die fehlt ja natürlich hier. Da will ich jetzt noch die Wand dazu sehen. Da fehlt mir doch was. Da fehlt doch was. Also ich wirklich super, also ich will es nochmal betonen. Ich will hier kein Bashing oder sowas machen. Ich finde es toll, dass es sowas gibt. Man muss nur als Konstrukteur wissen, dass man aufpassen muss. Was ich jetzt nicht verstanden habe, der Unterschied zwischen der Wand und der Wand waren diese Durchbrüche. Hier wurde die Matte unten erzeugt, hier nicht mehr. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich werde das jetzt nochmal neu erzeugen, weil ich glaube, dass ich irgendwo ein Fehler eingetippt habe, dass keine Matte erzeugt wird. Und warum auch immer. Ja, filtern wir mal. Ja, weißt du was? Ich kopiere mal die Wand. So, reaktivieren, das verstehe jetzt auch nicht, ob das noch geht oder nicht. Wir wollen diese Wand. Das ist wirklich der. Jetzt wird die Matte erzeugt. Ja, bin ich blöd? Warum?
Aber es hätte ja auch ein Rundstall dann sein müssen vorher. Boah, diese Willkür, die macht einen dann natürlich auch verrückt. Bitte mal die Kanten deaktivieren. Objektmanager, bitte nochmal. Ich bitte dich nochmal. Also die bewerten wir jetzt. Diese Wand bewerten wir jetzt. Also. Wollt ihr mich verarschen? Nochmal. Kopieren. Die Wand hier rüber. Doch so aus. Nee, schaut nicht so aus. Der erzeugt mir die Wand, die Matte da nicht rein. Warum? Ja, aber die Belegerichtung anders. Ja, da muss eine Matte rein. Kann ich einfach sagen, jetzt lasse ich da alles frei. Boah, das ist schon nicht ohne. Wo ist mein Fehler? Wo ist mein Fehler? Jetzt ist eine drin. Weil ich es gedreht habe. Hier ist keine drin. Krass. Okay, dann bewerte ich jetzt diese Wand. Aber ärgerlich, also wenn man sich darauf verlässt und man das eigentlich gar nicht weiß. Vielleicht als Anfänger oder so. Gut, ich müsste mal schauen, ob man die Abstandhalter vergrößern kann. Aber bestimmt. Matte hier einzubauen. Ja, komm, das ist eher so ein Sonderding. Ich hätte wahrscheinlich hier so eine Riesenaussparung eigentlich gemacht und dann zack, 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 zack. Und dann Diagonaleisen so und Diagonaleisen so und so. Vielleicht in der Richtung. Ja. Die Eisen sind immer noch zu kurz, laut meiner Meinung. Okay. Schon viel besser, weil, also was hat die automatische Erkennung der Durchbrüche ist natürlich genial. Dass ich mehrere Wände auswählen kann, super. Aber kommen wir mal zum Fazit. Ja, gut, Altplan 23 mit der automatisierten Wandbewertung. Diese Bewertung fällt bei mir reichlich positiver aus. Ich gebe 84 Punkte, also ich wollte eine hohe Punktzahl geben. Ist zufällig auch mein Geburtsjahr als Background. Gut, und warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Also jetzt die Grundbewertung schnell verlegt. Enge Abstände werden berücksichtigt. Randeisen zwischen 0 und 6 wählbar. Davon ist nichts abhanden gekommen. Super. Wir können immer noch das Python-Part oder ein 3D-Element auswählen, wie die Bewertung zerlegt werden soll. Es sind mehrere Wände gleichzeitig anwählbar, was natürlich jetzt mega zeitsparend ist. Die Durchbrüche werden automatisch erkannt, was bombastisch viel hergibt. Also Durchbrüche, sprich Türen, Fenster und auch wirklich Durchbrüche. Die sind wieder mit dabei im Spiel und werden automatisch erkannt. Sehr gut. Die Layer, die habe ich jetzt hier live im Video nicht gezeigt gehabt. Ich habe es im Nachgang getestet, weil es in 24 auch auswählbar sind. Die kann man jetzt auch auswählen für jedes Eisen, für jede Verlegung. Super, also auch für die Mattenbewertung. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, Matten sind auswählbar. Perfekt, besser geht's ja gar nicht mehr. Und das wird jetzt einfach nur noch getoppt mit den Abstandhaltern, dass die jetzt mit oben drauf dabei sind. Finde ich auch super. Es ist halt noch teilweise ein bisschen unverständlich, das bleibt natürlich noch. Ist aber überhaupt kein Problem, weil das können wir ja wirklich beheben, indem wir einfach Learning by Doing. Dann die Randbewährung ist nicht deaktivierbar, obere Währung geht nicht darüber hinaus, bla bla bla. Und ja, irgendwas mit der Matte am Schluss. Warum wurde die nicht wirklich verlegt an einem Punkt? Da muss halt dann das geschulte Auge mit dran und da muss man halt dann wirklich nacharbeiten, wenn man die Bewährung beschriftet. Das fällt auf, sollte einem auffallen, dass da Grundbewährung fehlt.
Aber das ist natürlich jetzt nicht so schön, dass rechts irgendwie die Durchbrüche hinzukommen und links wird die Matte nicht bewährt. An was das gelegen hat, verstehe ich nicht ganz. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Aber mein Gott, ich hoffe, dass das in der 24er dann behoben wird. Ja, und da schauen wir jetzt auch gleich rein. Ja, dieses Video wurde gesponsert von Subgrade. Also, ich mache mir sehr große Mühe, diese Videos aufzubereiten und euch einen Mehrwert zu liefern und Content zu bieten, damit ihr in Altplan besser, schneller und ja, geschmeidiger unterwegs seid. Allerdings habe natürlich ich auch irgendwie wirtschaftlichen Hintergrund, über die Subgrid Geld zu verdienen, ganz klar. Deswegen biete ich auch Schulungen und Begleitungen für Allplan an. Das heißt, ihr könnt mir einfach sagen, hey Peter, wir haben da ein Projekt, kannst du das mal anschauen? Dann kontrolliere ich das Projekt, schaue die Bauwerkstruktur an, ich schaue die Pläne an, ich kontrolliere die Teilbilder, ich kontrolliere die Modelle, ich kontrolliere eigentlich alles im Projekt und gebt dann einen Fahrplan auf, was man verbessern könnte, wenn man möchte, wo vielleicht etwas rund läuft, was gut ist und was vielleicht noch ein bisschen geschliffen gehört. Also da, wo es noch nicht, wo noch ein paar Kanten in der Rundung drin sind, da gebe ich Bescheid und da wird man dann wirtschaftlich besser und besser geschult. Da habe ich ein gutes Auge dafür und ich biete natürlich dann auch gleich Verbesserungen an, zum Beispiel indem, dass ich Legenden, Beschriftungsbilder, Reports, Planköpfe oder sonstiges mit anbiete, wo ich sage, da habt ihr schnell einen Mehrwert, da habt ihr sehr schnell einen Return of Invest, wenn ihr da ein bisschen Zeit und Geld investiert in mich, dann holt ihr innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen das Geld wieder heraus und werdet schneller und das im ganzen Team. Genau, das ist sozusagen meine Schulungen und Begleitungen. Dann habe ich natürlich die Einbauteilgeneratoren für Allplan, die sollte jeder kennen. Die Supports, die sind immer noch kostenfrei für euch zur Verfügung, herstellerübergreifend und einbauteilübergreifend auswertbar. Die könnt ihr gerne testen. Wenn ihr mich damit unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach mit einer E-Mail zu den Herstellern. Ihr schreibt euren Herstellern des Vertrauens, hey, das ist eine super Sache mit den Subparts, da können wir so viel damit anfangen. Das ist genau das, was wir Anwender suchen. Das ist das, was wir brauchen. Bitte steigt damit ein, denn dann kann ich die Subparts auch weiterhin kostenfrei anbieten, denn die Hersteller würden mich sponsoren. Die machen ein Sponsoring für mich und sind damit dabei und dann könnt ihr die kostenfrei nutzen. Und dann haben wir wirklich ein super Allplan-Einbauteilsystem, das Hersteller- und Einbauteilübergreifend ist. Und das aus einer Hand und ihr könnt alles auswerten. Also da wäre ich natürlich dankbar, wenn ihr da ein paar E-Mails verteilt, jederzeit gerne. Dann haben wir noch als letzten Punkt, sage ich mal, die Bewährungsabnahme-App für Apple und für Android. Das ist eine digitale Version von der Bewährungsabnahme, so wie ihr es kennt, wahrscheinlich von eurem Word-Dokument. Ihr müsst aber jetzt nicht das Word-Dokument erstmal ausdrucken, mit in euer Fahrtenbuch einklemmen. Dann geht ihr auf die Baustelle, dann regnet es vielleicht noch. Dann tippt ihr da, dann schreibt ihr da alles per Hand und dann fotografiert ihr alles. Dann schmeißt ihr alles wieder ins Auto, fahrt noch vielleicht irgendwo anders hin zu einem Meeting und wenn ihr dann im Büro zurück seid, müsst ihr nicht alles mühselig einscannen, zusammenheften, als PDF abspeichern und dann noch versenden, sondern ihr habt jetzt eine App, die das alles übernimmt. Ihr könnt da auch darauf unterschreiben. Ihr klickt irgendwo aufs Datum, dann kommt das Datum für heute. Ihr klickt auf die Location, dann wird eine Pinnadel auf Maps gesetzt. Ihr müsst gar nicht mehr viel tun und am Schluss könnt ihr alles versenden und dann wird eine PDF erzeugt und Bauleiter, Bauherr, wer auch immer die E-Mail empfangen soll, erhält dann die nötige PDF. Das hat einmalige Kosten. Ich habe geschaut, dass es netto 100 € kostet und den Rest, was Apple oder Android verlangt, wird halt oben drauf geschlagen. Genau. Aber ihr könnt natürlich einmal zahlen und auf allen euren Handys und Tablets dann diese App verbreiten. Das heißt, es ist eine Bürolizenz für 100 €. Nehmen wir mal nichts weg. Die hat sich nach zwei, drei Bewährungsabnahmen wieder eingespielt. Von dem her, ja, wenn ihr meine Projekte feiert und unterstützen wollt, dann könnt ihr das sozusagen über Schulungen und Begleitungen, dann über die Einbauteilgeneratoren, wenn ihr die Hersteller anschreibt und über die Bewährungsabnahme-App. Aber jetzt schauen wir endlich in Allplan 24 rein. Schauen wir, was es da so gibt mit der automatisierten.
Bewährung, Wandbewährung. Bis gleich. Ja, und jetzt sind wir bereits in Altplan 24 angelangt. Schauen wir mal, wie hier die Evolution ist. Okay. Ich habe die Wende in 19 erstellt. Ist ein bisschen länger her. Da musste der Erstschuss konvertiert werden. Klar. Schauen wir mal, ob es aber trotzdem funktioniert. So, wie immer unsere Ausgangsstellung. Wir gehen wieder auf Bewährungszeichnung. Ich glaube, ich lasse diesmal den Unterschied zwischen 3D-Modell und... Egal, ihr wisst es ja. Gut. Also ich bin jetzt wirklich schon gespannt, ob es ersichtliche Verbesserungen gibt und was die Änderungen sein werden. Ich bin wirklich gespannt. Wird jetzt die Bewährung wieder gestrichelt sein? Wenn nicht, muss ich halt wirklich in die Einstellungen reinschauen, was da los ist. Achso, was haben wir für Eigenschaften? Da machen wir mal alles hier rein. Ich weiß nicht mal, ob das eine Auswirkung hat. Ich glaube einfach nicht. Ach, aber das könnte ja trotzdem sein, wenn ich... Machen wir schnell Rundstall rund. Dann mache ich trotzdem hier noch eine Kopie. Was der Unterschied ist, vielleicht layertechnisch zwischen Python-Part und 3D-Modell. Und ja, wir werden trotzdem ein anderes Teilbild wählen für die Bewährung. Ich möchte die Wände nicht im selben Modell haben wie die Bewährung. Fakt und Punkt. Gut, und dann fangen wir auch schon an. Automatische Bewährung. Ah, jetzt gibt es nämlich den Wandanschluss. Das ist, ja, das wollen wir auch testen. Moment. Also wenn es den schon gibt, was ist mit T-Stücken? Interessant, okay. Wir kopieren uns das einmal mal hier. Wir drehen uns diese Wand. Nee. Wir bräuchten eigentlich da so ein Sonderfall. Ja, komm, nee. Sonderfälle, die verlangen wir jetzt noch nicht. Das wär gemein. Okay. Und Abschluss. Was ist, wenn wir... Aber es ist wahrscheinlich nur ein Haken, ne? Nur für die Außen. Also ein T-Stück wird gar nicht funktionieren. Weil ich das natürlich anders modellieren würde. Ich würde es so modellieren. Das kopieren wir jetzt weiter, oder? Das kann man doch machen. Das ist doch annehmbar. Finde ich aber schon mal cool, dass hier den Wandanschluss jetzt gibt. Objektmanager, do your thing. Und jetzt gehen wir rein. Und was haben wir gelernt? Wir können mehrere auswählen. Wand, wenn ich durch links oder rechts. Kann ich das jetzt eigentlich im Grundriss auch auswählen? Ha! Jetzt geht es im Grundriss auch. Okay. Cool. Was allerdings jetzt mein Problem ist, ich... Ah, okay. Schließen. Okay, dann ist wieder die Funktion gleich drin. Schon mal super. Schon mal sehr geil. So, wir machen uns das hier breiter. Das wollen wir alles in Python haben und wieder reaktivieren können. Was haben wir jetzt hier? Methodendeckung 25, ja. Ja, die ganzen Hersteller, die kenne ich schon, die sagen dann alle, ja, warum ist denn da Meterauswahl und nicht Zentimeter oder Millimeter? Ja, so ist es eben auf dem Bau. Verbindungserkennung aktivieren. Was ist das? Wo tut sich da was? Ah! Cool! Cool. Er erkennt schon mal, dass ich hier nicht diese Randbewährung brauche, die ich vorher bemängelt habe. Sehr gut. Und dadurch könnte ich einfach jetzt wieder sagen, ich brauche 4 oder 2 oder sonst irgendwas. Aber jetzt gibt es ja diese Eckbewährung. Sehr
Gut, oh, das gefällt mir. Das gefällt mir, das ist gut. Aber was ist jetzt hier? Matten. Wir wollen Matten sehen. Was ist denn eine HS-Matte? Wir nehmen wieder die Q424A und die Verlegerichtung mit. Ja, was heißt denn die ändern? Ich will die. Es ist ja trotzdem nicht so. Willst du mich verarschen? Was soll das? Ach so, der macht ja hier eine. Der mich halt hoch. Ich verstehe es nicht ganz. Also die Darstellung ist hier für mich komisch. Wahrscheinlich sind es zwei oder drei Matten hier. Ich weiß es nicht. Die magst du ja gar nicht, wenn du das erkennst, oder? Mit die Zwölfer. Wandöffnungen. Verlängern, horizontal und vertikal. Super. Und was ist es denn für eine Bewertung hier? Ist es jetzt hier der Stab oder ist es der Bügel? Ich möchte das Ganze um 75 verlängert haben. Ich schaue mal, ob es das ist. Erkenne ich jetzt hin. Hier am Bildchen leider nicht. Aber gut. Schon mal gar nicht so schlecht, ne? Hier wieder mein großes Problem mit den 11 cm. Ja, das ist identisch zu den anderen Allplans. Abstandhalter, da wollen wir natürlich wieder welche drin haben. Abstandhalter hoch, runter, das macht mich kirre. Hakenlänge, ja, 11 cm. Aber ich möchte die Größe haben, weil ich vereinfacht. Genau. Okay, verstanden. Die Stückzahl wird dann aufaddiert. Aber was mich wirklich stört, dass dieser Haken nicht über zwei Mattenstärken geht. Das ist doch blöd, oder? Kann ich das nicht einstellen, aber gut. Das ist nur der Abstand hier, oder? Das ist ja nicht die Länge. Denke mal. Schnitt interessiert mich wieder nicht. Oh, was kann man da hier machen? Ja, mache ich aber nicht so nicht. Ich mache meine Schnitte selber. Sorry. Oh, was ist beim Speichern unter jetzt? Warum kann ich da nicht meine Ordner auswählen? Warum ist denn das? Das wird wahrscheinlich noch in 24 kommen. Das bewerte ich jetzt einfach mal nicht. Und jetzt schließe ich das. Ich markiere wieder. Einstellung bleibt erhalten, erstellen, super. Jetzt sehe ich auch die Python-Parts hier als gelb. Schließen und das machen wir jetzt nochmal als 3D-Objekt und wollen diese Wände auswählen, diese drei Wände erstellen. Und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt diesen Wandanschluss. Den bin ich ein bisschen gierig. Ja, was muss ich aber? Wahrscheinlich diese Wand, oder? Muss ich noch eine zweite sein? Ah, okay. Erste, zweite. Okay. Okay. Eins, zwei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rund. Und hier ist der Layer auswählbar. Bitte macht das auch in der Wandbewertung rein. Okay. Wir haben die eins. Passt. Achter Eisen, Biegerolle passt. Übergreifungslänge. Das ist die Begreifungslänge. Passt perfekt. Sehr gut. Abstand. Ja, 15. 15, das finde ich schon mal super. Eisen vertikal 12er. Wunderbar. Maximale Länge ist okay. Länge der Anschlussbewehrung 6. Das ist genau das, was ich meine. Ich will die 10 cm einstehen lassen. Super cool. Könnte ich jetzt hier noch weiter auswählen? Nein, aber muss ich jetzt auf Erstellen klicken? Warum muss ich hier jetzt nicht auf Erstellen klicken? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Das muss ich jetzt hier nicht machen. Und jetzt speichere ich es hier ab. Oh Gott. Wand, Ecke. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Kann ich hier wirklich nicht die Layer auswählen, oder? Irgendeine Wand auswählen. Boah, machen wir schnell dich. Nur damit ich sehe, ich kann die Layer hier nicht auswählen. Doch!
Ich kann die Layer auswählen. Ich kann die Layer auswählen. Ich kann die Layer auswählen. Wunderbare Geschichte. Ich schaue das nochmal im 23 nach, ob ich das nicht übersehen habe. Das mit der Wandecke finde ich ja mal mega cool. Die ist echt gut gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das hier fällt. Ja, cool. Es wurde eine T-Verbindung erkannt. Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Also die finde ich, also den Wandanschluss finde ich ja fast noch cooler als die. Ne, das darf ich jetzt gar nicht sagen, aber ich kann mir das mal über machen. Ja, okay. Ja, ja, wir machen es so. Step by step, egal. Und es wird aber automatisch erstellt. Das finde ich echt gut. Ich finde es echt gut. Komm schon mal her. Und jetzt machen wir aber hier beim letzten noch wenigstens hier 3D-Objekte. Und auch hier. Was mich nur ein bisschen stört, ist halt wirklich, weil es wieder komplett anders programmiert ist als die Wand. Hier muss ich auf Erstellen klicken und sowas. Also dann ist halt irgendwie die Durchgängigkeit der Programmierung nicht identisch. Und das stört mich ein bisschen. Was ist jetzt, wenn ich die Eisen hier verschiebe? Klick das Python-Part an. Achso. Dieses. Und wird wieder zurücksetzen, ja, alles klar. Es muss so sein, es geht nicht anders. Das ist auch bei den Smartpads schon so gewesen. Hier wird es wahrscheinlich anders sein, weil hier kann ich es nicht mehr verändern. Ich kann machen, was ich will. Deswegen ist die Auflösung des Python-Parts schon gut. Ihr könnt aber auch nachträglich das Python-Part natürlich auflösen. Mit Rechtsklick Makro auflösen. Anwenden. Ja. Und jetzt gibt es kein Python-Part mehr. Jetzt kannst du das rauslöschen. Braucht ihr nicht mehr. Boah, selber Kritikpunkt. Was ist denn mit der Matte los? Warum werden hier die Matten so reingeschmissen und hier liegend? Das stört mich wirklich, weil ich möchte es eigentlich immer in eine andere Richtung haben. Gut, anscheinend ist mir da was entgangen, dass das so gang und gäbe ist. Bei mir ist es nicht so gang und gäbe. Hier fehlt einfach wieder die Mattenbewährung. Warum schmeißt du hier die Mattenbewährung raus? Die ist dann nichts anders als hier. Also von hier zu hier ist hier kein Unterschied. Das Einzige, was ist hier hinten, sind die Durchbrüche. Es kann aber nicht der Grund sein, dass du hier keine Matte einlegst. Deswegen. Das verstehe ich, aber das verstehe ich nicht. Gut, müssen wir halt berücksichtigen. Aber ja, also die Eckbewährung finde ich echt cool. Die Eckbewährung finde ich echt cool. Ja, da hat sich schon einiges getan. Von 21 zu 24 kommen wir zu unserem letzten Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit für Altplan 24. Also ich gehe jetzt nicht mehr auf die einzelnen Punkte ein, die Altplan 23 mit sich führt. Denn hier wurde jetzt nichts mehr verschlechtbessert, sondern nur verbessert. Gut, wir haben den Bug noch mit der Matte, die nicht erstellt wird. Die finde ich noch sehr negativ. Ich finde, das sollte schon behoben werden irgendwie. Aber ansonsten 91 Punkte von möglichen 100 finde ich schon eine Hausnummer. Die gebe ich gerne. Ist auch zufällig das Geburtsjahr meiner Frau. gut, so weit zum Random Fact. Aber was gefällt mir jetzt da besonders gut? Also jetzt haben wir wieder die Layer-Auswertbarkeit und die Endstücke automatisch erkennbar und so. Finde ich echt Bombe. Aber was es halt wirklich angetan hat, war diese Eckbewährung. Diese Eckbewährung, die noch zusätzlich dazu kommt, zwar mit einem extra Python-Part, aber ist verständlich aus Programmierungssicht eine super Sache. Es wird automatisch erkannt, ob es ein L- oder ein T-Stück ist. Fand ich wirklich sehr gut. Die 12 Eisen können wir drüber rausgehen lassen, über die Ecken. Das war sehr gut programmiert. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, sage ich jetzt wirklich, ist die Programmierungsdifferenzen zwischen automatisierten Wänden und automatisierten Ecken. Da merkt man irgendwie, dass da schon wieder zwei andere Programmierungsteams entweder unterwegs waren oder der Programmierer selbst hat gesagt, jetzt baue ich alles besser, so das davor war nicht ganz so toll, jetzt mache ich es noch besser. Keine Ahnung, was diese Differenz ausgelöst hat, aber für mich,
Ich fände es besser, wenn es durchgängig wäre. So wie bei den Subpods auch. Da ist es wurscht, welcher Hersteller die Einbauteile hergibt. Bei mir ist halt jedes Subpod ähnlich programmiert, identisch. Der Ablauf ist immer dasselbe, auch wenn es komplett unterschiedliche Einbauteile sind. Von dem her, das hätte ich mir jetzt hier vielleicht auch ein bisschen gewünscht. Aber ja gut. Und ich freue mich natürlich auf weitere Python-Parts. Es gibt ja irgendwie eine Stab-Python-Part. Oder Moment, ich schaue jetzt gerade live nach, wie heißt es? Balken. Und beim Balken, da stört mich eines. Das ist, glaube ich, nur für Überzüge oder Unterzüge funktioniert, aber nicht bei Streifenfundamenten oder Artigen. Und da ist eigentlich der Bewährungsaufbau immer ähnlich. Von dem her finde ich ein bisschen schade. Aber ich freue mich trotzdem. Und auch die Stützen-Python-Parts sind super mit der Kröpfung und sowas. Und die Wand, ja, 91 Punkte, spricht für sich, oder? Dann kommen wir noch zu meiner persönlichen Meinung. Ja, meine persönliche Meinung ist einfach, dass Alpen auf einem sehr guten Weg ist für die automatisierten Bewertungen. Nichts ist perfekt, ganz klar. Und es muss erst mal irgendwo starten. Und ich finde, man sieht wirklich eine Kurve nach oben, wie sich die automatisierte Bewertung einfach verbessert. Und es kann keine Bewertung automatisiert perfekt sein, so dass ich nur noch auf den Knopf drücke und da ist alles perfekt. Das geht nicht, Gott sei Dank, sonst wird es uns Konstrukteure ja gar nicht begeben. Also ich bin sehr froh um diese Erweiterungen und ja, ich bin gespannt, was da noch alles geben wird und alles kommen wird. Ich hoffe, dass das für Einzelfundamente, Streifenfundamente noch kommt. Das wäre natürlich schön. Vielleicht sogar für Balkone, die mit Rinnenablauf und sowas modelliert werden. Das wäre natürlich eine coole Sache, zwecks mir auch von der Modellierung her. Treppenbewehrung, sowas Brauchbares wäre cool. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und freue mich auch schon drauf. Jetzt nochmal kurz Hinweis, liken, Kanal abonnieren für meine Arbeit, die ich hier reingesteckt habe. Und jetzt seht ihr gleich meine neue Endcard extra neu erstellt. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus, euer Peter. Ciao, ciao.